Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir sind wieder am Start und ich stehe immer noch hier in Mordor, in Karandum rum. Mordor, sage ich. Ich bin hier natürlich in Angmar. Hier seht's auf der Karte. Ich bin auch immer noch quasi kein VIP-Spieler, sondern in Anführungsstrichen nur Premium. Obwohl ich mir schon den neuen Key dafür gekauft habe für die nächsten 2 Monate VIP. Ich habe den noch nicht aktiviert, weil, brauchen wir nicht. Übrigens, wenn ihr übrigens auch einen solchen Key haben wollt, wo kriegt ihr den? Bei MMUGA für 20 Euro und ein paar zerquetschte. Das ist jetzt nicht unbedingt billiger, als wenn ihr das hier im Spiel kaufen würdet, in diesem Fall. Ich mache das immer so, ist relativ bequem. Ihr schließt da halt nicht versehentlich ein Abo ab. Das ist mir nämlich hier bei Herr der Ringe ganz am Anfang mal passiert. Und deswegen bin ich da immer schon ein bisschen vorsichtig und gehe über MMOGA. Ein kleiner Bonus natürlich, wenn ihr über dieses kauft, wenn ihr über den Link geht und dort bei MMOGA kauft, dann kriege ich einen kleinen Bonus als Provision, ohne dass es euch natürlich mehr kostet. So, das wollte ich nur mal gesagt haben, aber jetzt sind wir natürlich dabei, die besiegten Uruk-hai platt zu machen, die wir irgendwie noch plätten müssen, aus irgendeinem Grund. Wir sind eine Handelsfrau, das ist ja gut zu wissen. Wir sind natürlich dabei, erstmal zu handeln. Was benötigt? Hätte ich das gewusst, dass die so nah steht, verdammt! Ich habe ein volles Inventar! Na gut, okay, legen wir einfach mal los. Wir haben hier zum Beispiel die stählerne Zwergenrüstung, die kann raus. Wir haben einen Wurfspeer, den brauchen wir nicht. Wir haben eine Flasche Eiswein, Alkohol verkauft Bolzenil ja nicht, das wisst ihr ja. Wir haben die Holzkeulen lassen wir mal drin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die eventuell noch loswerden können. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, naja, ist auch gut. So, das hier noch. Wir haben hier noch immer noch eine. Meine Güte, was haben wir denn alles eingesammelt an Klamotten diesmal? Ja, man sieht schon, Boltaniel wird eine richtige Frau. Was die an Klamotten hat. So. Langschwerter, die Uhren sind zu viel, nicht, die können wir raustun, genau wie diesen Langbogen. Ich repariere gleich mal und sortiere und das war's auch. Okay, wunderbar. Danke Frau Handelsfrau, schön, dass Sie da sind. Und was hat der noch? Vorratshänder und keine Ahnung, was das andere ist. Naja, jedenfalls, wir sind soweit am Start. Gehen wieder den anderen Weg, denn ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier hinten eventuell so ein Uruk-hai rumrennt. Tut er nicht. Aber das ist auch nicht so schlecht. So, wir brauchten, wie hießen denn die? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, genau so hießen sie. Blockmal Oberanführer. Genau die brauchen wir jetzt. Und genau die hauen wir jetzt, weil ich es kann. So, das war der falsche. Naja, ist egal. So. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Und hepp. So. Das war Nummer 3 von, ich weiß nicht wie vielen, von genug auf jeden Fall, also nicht genug, 3 brauchen wir noch halt, also einer von 3 war es, einer von 3, die wir noch übrig hatten, so ist richtig, insgesamt brauchen wir ja 10 und jetzt sind es nur noch 2, das werden wir natürlich fertig machen, bevor wir irgendwie, irgendwo, irgendwann zurückreisen und abgeben gehen, Mist. Ich sollte mich echt. Will er einfach hier durchrennen? Naja, das funktioniert natürlich nicht. Das war übrigens Blödsinn, das Wortgestöber. Dafür ist er eh nicht nah genug, aber naja, gut. Ich sag mal nichts. Bolzeniel macht das schon. So. Ich könnte auch mal das hier aktivieren. Und vielleicht finden wir ja die eine oder andere Münze. So, hier komme ich vorbei. Das ist toll. Mal gucken, ob ich auch die Kriegsbestie umgehen kann. Ah, sieht gut aus. Den Kriegstreiber, den wohl eher nicht. Aber vielleicht den Sklaven hier. Immerhin. So, komm, dann nehmen wir den Treiber mit. Dem treibe ich meinen Blitz in den Hintern. So. Und ich meine übrigens wirklich einen Blitz, ne? Nicht was ihr denkt, ihr Fergels. So. Oh, der hat mich gesehen. Nur mal ein aufmerksamer Kundschafter hat man auch selten. So. Na gut. Und hepp. Und hepp. Sehr schön. Toll. Gefesselt, wie immer.
Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn der andere? Hier unten war, glaube ich, nichts mehr, ne? Vor allem war der hier mir eh zu heftig. Den wollten wir mal ganz gepflegt lassen. Die Bestie, die nähert sich uns nicht, das ist okay. Wir machen erstmal den Sklaven fertig und dann sehen wir weiter. Wumm. Wunderbar. Kundschafter. Auch nicht. Pfeilmeister, Kriegstreiber. Ich laufe hier mal an der Seite hoch. Ich will doch nur noch ein oder zwei Oberanführer. Also sollten wir jetzt hier oben einen finden, dann laufe ich direkt wieder zurück. Und werde den oben, ihr wisst schon, holen. Ja, toll. Was willst denn du hier? Du näherst dich mir. Ich habe genau gesehen, dass du mich gesehen hast. Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch wieder umgedreht und wollte abhauen. Aber ja, können wir natürlich nicht zulassen. Am Ende sagt dann noch jemand Bescheid. Das geht so nicht. Nein, 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 nein. So. Oberanführer. Oberanführer, sehr schön. Da oben. Und dann können wir uns, wie gesagt, auf den Rückweg begeben. In der Hoffnung, dass noch nicht allzu viel respawned ist. Guck mal, der kommt uns sogar entgegen. Das ist ein Lieber. So. Und werden den unteren Oberanführer nochmal hauen. Den wir zuerst gefunden haben. Jo. So, so und so. Oh, guck mal, Nachschub. Oh, guck mal, viel Nachschub. So. Und so. Und so. Und so. Okay, einer noch. Und dann können wir auch zurückreisen. Dann hätten wir es geschafft. Für diese Quest. So, oi, sagt er. Okay, ich heile mich mal ganz klein wenig. Und werde mich jetzt hier, toll, hier steht ein Pfeilmeister. Na toll, das war klar, dass der mich sieht. Komm her, Junge, komm her. Wenn du unbedingt willst, kriegst du eben auch auf den Latz. So. Da kenne ich nichts. Da bin ich nicht schade drum oder so. Ähnlich. So, okay. Den können wir auch nicht umgehen. Ach, das ist doch doof heute. Der auch schon wieder respawnt? Ist das der? Kann das sein? Ist dies möglich oder bist du einfach nur sein Zwillingsbruder? Weil hier unten, ja doch, hier unten müssen wir ja auch gar nicht hin. Wir müssen hier hoch. Und ja, ich könnte theoretisch, solange vielleicht noch nichts da ist, gucken, ob wir irgendwie uns hier oben, hier oben an den einen oder anderen vorbeischleichen können. Die Kriegsbestie scheinen wir umgangen zu haben. Ja. Oh, nee, wir uns folgen schon zwei Sachen. Na, weißt du was, dann werde ich mal hier hingehen und gucken, dass ich die alle nett begrüße. Oh, toll. Oder auch nicht. Ne, ne, ne. So, das war natürlich ein Fehler. Erstmal das hier und dann das hier, damit ich schon mal ein bisschen angehitzt bin. So. So. Einmal wieder heilen. Das hier mal aktivieren. Aber das dürfte alles kein Problem sein. Ja, sind ja nicht so viele. So. Und hepp. Bumm. Außerdem sind wir ja doch ein paar Löffelchen drüber. So. Hopp und hopp. Wunderbar. Was will man mehr? Im Notfall hätte ich das hier noch gehabt. Jetzt habe ich draufgeklickt. Ich renne viel. Naja, gut, okay. Ist wie es ist. Wir machen weiter. Hepp. Los geht's. Natürlich mit Nahrung wäre das noch besser gewesen, aber ich glaube mal, für die paar Leute hier extra was zu futtern, das wäre unnötig. Hier kommt unser Opfer, unser Ziel schon entgegen und das werden wir auch direkt angehen, denn wenn hier einer zu oberst anführt, dann bin ich das. So, und kein blöder Ork oder Urukai oder hast du nicht gesehen. So. Weil ich ja nur mal gesagt haben. Blum. Tschüssi. Okay. Wir können damit weiter reiten und da oben irgendwo abgeben gehen. Hm, war das da? Na gut. Bring Gerd mit dem Torschlüssel zu Samaf zurück. Dann werden wir auch genau das tun. Ey, Pfeilmeister, schieß mir keinen Pfeil in besagten Pfeilhintern. Aber das habe ich gerade gesagt, sollst du nicht machen. So. Okay, wir sind wieder am Start. Wir können hier hinten in aller Ruhe irgendwo abgeben. Der hier hat ein feuriges. Ja, guck mal, hallo. Ihr habt den Schlüssel und die Reihen der Tagrib sind gelichtet.
Wir sind nun zum Angriff bereit. Wir müssen schnell im Verborgenen vorgehen, denn sollte man uns entdecken, würde Leadan sicher eines grausamen Todes sterben, bevor wir ihm zu Hilfe kommen können. Das wollen wir ja nicht. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit denn wir sind immer noch auf der Suche nach Lea. Hoffentlich lebt er wirklich. Oh, das wäre schön. Oh, Leadans Flucht. Sieht schon gut aus für vom Namen her. Wir müssen uns beeilen, wenn wir Leadan retten wollen. Schart alle Gefährten um euch, auf deren Treue ihr euch verlassen könnt. Und dringt in Samath Baul ein. Ich weiß nicht, was ihr an jedem Ort vorfinden werdet. Doch es ist der einzige Weg, der uns noch bleibt. Meldet euch wieder bei mir, wenn ihr bereit zum Abmarsch seid. Naja, kann ich die andere Quest? Die war nicht hier abzugeben, ne? Nee, vermutlich nicht. Dann gehen wir direkt rein, beziehungsweise wir gehen nicht direkt rein. Jetzt ist es wirklich an der Zeit, mal was zu essen. Dann können wir direkt reingehen. Ja. Denn, wie gesagt, wir sollen alle Gefährten, auf denen wir vertrauen, um uns scharren. Und ich bin sehr misstrauisch. Ich vertraue nur mir, beziehungsweise ich nicht. Olsenil halt, ne? Seid ihr bereit, in Samath Baul einzudringen? Das wird eine gefährliche Reise. Macht euch bereit. Vor allem dieser extrem gefährliche Ladebildschirm könnte schon zum Absturz führen. Das weiß nur nie jemand. Ehin, der Inquisitor, der in Barad Tiron geblieben war, offenbarte, dass Leadan von Anuminas nach Samath Baul in Angmar gebracht wurde. Dem Elbenfürsten bleibt nur noch wenig Zeit. Jawohl, dem Elbenfürsten bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe nur noch wenig Platz mal wieder. Die Truhe hier, die kann eigentlich direkt weg. So, dann sehen wir mal. Rührt diesen Körper nicht noch einmal an und ihr werdet Morwen Rede und Antwort stehen müssen. Ja, genau. Oder aber ihr werdet mir Antwort stehen müssen. Unabhängig, ob ihr jemanden anrührt oder nicht. So, Gefängniswärter. Ich, hier, kannst du ihn... Du kannst jeden bewerten, den wie du willst. Und auch ein Giftmörderchen. Blutegel. Die schmelzen hier alle irgendwie was hin. Kommt, eure Haustiere machen wir auch platt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo es lang... Gibt es hier ein Obergeschoss oder rennt hier hinten noch tatsächlich noch einer rum? Weil hier wird mir einer angezeigt, ne? Auf der Karte, seht ihr das? Hier? Tatsächlich. Ach, guck mal einer an. Vermutlich sind das genau diese aufgedunsenen Leichendinger, die ich nur gerade nicht sehe. Ah ja, alles klar. Die wurden nicht beschworen, die waren einfach nur da. Ich habe sie nicht gesehen. Gut zu wissen. So. Na gut, wir werden weiterziehen. Kann ich hier durch? Jetzt habe ich den anderen auch noch erwischt. Naja, warum auch nicht? Ich meine, wenn wir schon mal da sind, können wir da auch ganz platt machen. So. Wunderbar. Den da sehe ich leider nicht. Ist egal. Hier müsste jede Menge Zeugs liegen. Und so. Und so. Ah, die anderen werden dann wohl oben sein. Nun gut. Hallo Freunde, ich bin's. Erinnert ihr euch an mich? Nein? Macht nichts. So. Ich erinnere mich an euch. Auch nicht. So. Oh, aber du hattest ein Buch von mir. Oder ein Teil des Buches. Das ist toll. Donner und Flamme. Wie viel ist es denn eigentlich noch? Guck mal einer an. Die Bücher haben wir scheinbar alle voll. Sehr, 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 sehr gut. Oder? Verfeindung der Orks. Besiegte Orks. Blablabla. Müsste eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Ist egal. So. Hallo. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen, mein Freund. Ich bin doch da für dich. Guck mal, ich tue dir doch nichts. Außer dich zu töten. Das ist ja irrelevant. So, ich glaube, ich bin jetzt wieder da, wo ich einkam. Wo oben. Das ist toll. Würde nämlich heißen... Achso, nee. Das würde jetzt heißen, dass ich hier durch kann. Nicht den anderen Weg. Gut zu wissen. Hallo, meine Freunde. So. Das ist schon immer interessant, ne? Gefängnisse sind so gut bewacht, damit keiner ausbricht. Aber niemand rechnet damit, dass da einer einbricht. So. So wie ich hier zum Beispiel. Blum. So. Oh, guck mal einen an. Der will tatsächlich ein bisschen mehr aufs Auge, wollte ich sagen. Auf die Nase haben. Kann er gerne kriegen.
Und der hat auch hin. So, okay. Wunderbar. So. Alles klar. Wir mal kurz heilen. Und dann machen wir mal ganz. Die wecke ich jetzt auf. Wumschi. Und jetzt mitten rein. Mitten rein statt nur vorbei. So muss es sein. So ist es fein. So. Und häp. Und watschi. Und flutschi. Und flatschi. Einmal kurz so. Und so. Ich will auch mal die Dornenrüstung wieder aktivieren. Nicht, dass ich die jetzt noch brauchen würde. Aber ja, man kann. Man kann. Man muss nicht, man kann. Man kann so vieles, wenn man es nicht muss. So. Hier lang. Voll gestunt. Halt nicht den, den Skill. So. Und. 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 Ja, so gefällt euch das, ne? Immer einer, der den ihr hauen könnt. Aber wenn der auf einmal zurückhaut, dann habt ihr einfach Angst und fallt tot um. Ja. Oder kommt als Blutegel zurück. Was weiß ich denn? So. Und so. Bissi. Dem Schleim sollten wir aus dem Weg gehen. Hallo Freunde, ich bin's. So, kommt mal her. Da flieht der einfach. So. Haltet sie auf, der Elb darf nicht entkommen. Woher willst du wissen, dass ich zu dem Elb will? Und zu welchem Elb überhaupt? Niemand hat euch verraten. Ihr habt bestimmt einen Spitzel, wenn ihr wisst, dass ich Lea befreien will, ne? Oder habt ihr niemanden anders, den ihr eingesperrt habt? Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich nicht ausschließen. So. Hallo, guck mal. Hey. Was ist das? Noch mehr Gefangene? Oh, Morwin. Es scheint, als hättet ihr meine Wachen überwältigt. Ihr seid ausgewandt worden, um den Elben zu befreien. Oh ja. Das ist egal. Ihr werdet mir alles sagen, was ich wissen will, bevor ich euch an Amartil ausliefere. War nicht ganz der Text, aber sinngemäß. So, okay. Wir legen los. Mit ganz großen Schritten. Und verhauen die Morwin. Und fassen ihr an die Schultern. Ja, ich weiß, ich habe geklaut. So. Und hepp. Das tut ihr echt voll weh hier. Oh ja. Die arme Bolzeniel, die weiß gar nicht, wie sie vor Schmerzen das aushalten soll. Oh Mann. Oh, ein entweiser Geist. Na Morwin. Wird es langsam Zeit, dass du mal ein bisschen deine Leute zur Hilfe rufst. Alleine hast du keine Chance gegen mich. Und ein Wortgestöber, um alle ein bisschen zu erwischen. Sehr schön. Was will man mehr? Immer einer nach dem anderen, Leute. So. Instanz abgeschlossen. Leerlands Frucht. Flucht. Okay. Hey, Lea! Lea, du lebst! Lea hat anscheinend verwundet. Nahezu unmächtig zu sein. Er muss nach Bruchtal zu Elrond gebracht werden. Denn ohne dessen Hilfe dürfte er kaum überleben. Ja, dann reisen wir. Scheinbar direkt nach Elrond, also nach Bruchtal. Was ich sehr gut finde. Wollte ich nur mal gesagt haben. Toll, wir sind bei Elrond. Ich nehme an, dass Lea schon behandelt wurde. Wir lassen ihm aber ein bisschen Zeit zum Erholen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir wahrscheinlich erst mit Elrond und dann mit Lea sprechen. Der überlebt hat. Lea lebt. Hui. Nicht, dass ich mich stören würde, meine ich. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis denne und tschüss.